Ja, also die Sommer war in der Früh, heute zum ersten Vortrag in dieser Reihe. Und zwar geht es hier mal um die Raspberry Pi zum Steuern und Messen mit der Raspberry Pi. Das wird so ablaufen, dass ein Teil dieses Vortrags, welche ich halte, und ein anderer Teil, der sich dann auf den Roboter anbezieht, wird dann mein Kollege uns Freund da halten. Also bei mir geht es hauptsächlich um Messen und um Sensoren, wie man die an die Raspberry Pi anschließt. Zuerst einmal, was ist die Raspberry Pi? Man, ich schätze mal, dass die bekannt ist, aber ich werde es nochmal kurz sagen. Und zwar die Raspberry Pi ist ein Familiencomputer. Zentrum ist ein SoC, ein Kernprozessor mit einer Grafikkarte drauf. Und der kann eben mit Linux kann es vorher betrieben werden. Wo wir heute uns konzentrieren werden, sind die GPIOs, die sind wir links oben, die Kontakte. Und hier schauen wir uns an, was und wie man da Elektronik anschließen kann. Also das sind GPIOs, das sind General Purpose Input Output, das heißt im Endeffekt universelle digitale Ein- und Ausgänge. Davon gibt es eben auf der Raspberry Pi einige. Es fängt einmal an, dass man eine 5-Volt-Versorgung hat, das ist gleichzeitig die Raspberry Pi-Versorgung. Und hier kann man gewissen Strom herausnehmen, das hängt davon ab, wie viel das USB-Netz da leisten kann und wie viel die Raspberry Pi selbst aufnimmt. Wichtig hier zu wissen ist, dass die Raspberry Pi selbst abgesichert ist mit einer 1-Ampere-Sicherung, die selbst reserviert ist. Und dadurch kommt man nicht über 1 Ampere Aufnahme. Und das heißt ungefähr 3 Milliampere Aufnahme. Dann gibt es noch eine 3,3 Volt Schiene. Da sagt man so, dass da 50 Milliampere entnommen werden können. Es ist aber nicht gesichert. Also es hängt davon ab, wie viel die Raspberry Pi selbst auf dieser 3,3 Volt Schiene rauskommt. Dann haben wir die mehrere Massen, die da drauf sind, Grounds. Und dann gibt es eine Uhr, das heißt eine serielle Schnittstelle praktisch. Wichtig hier zu wissen, mit 3,3 Volt funktioniert. Das ist eben unterschiedlich zu dem, was man am PC oder so kennt, wo serielle Schnittstellen hier mit einer anderen Spannung werden. Dann gibt es einen Kanal, den man als PWM verwenden kann. PWM bedeutet Pulsweitenmodulation, das heißt, hier kann man einfach ein Rechtecksignal ausgeben und das kann man dann in der Frequenz verändern und auch den Duty Cycle, also wie viel High und wie viel Low Anteil in dieser Frequenz. Dann gibt es als nächster den Super-KC-Bus, das ist der Bus, wo ich mich in dem Vortrag auch mehr darauf beziehen werde. Das ist, dann, den werde ich noch später genauer erklären. Dann gibt es noch einen SPI-Bus. Den habe ich mich nicht beschäftigt, ist auch ein Bus-System. Und dann gibt es natürlich einzelne IOs, die ich jetzt als Eingang oder Ausgang benutzen kann. Die sind also grün markiert. Bevor wir jetzt anfangen, dort Elektronik anzuschließen und so, sollten wir uns ja mal ein bisschen Gedanken machen, was für Sicherheitsmaßnahmen oder was man auf keinen Fall tun darf. Das sind die GPIOs auf der Raspberry Pi alle mit 3,3 Volt. Das gilt für den Bus, also auch Ein- und Ausgänge. Und hier darf man nicht 5 Volt anschließen. Das führt zur Zerstörung. Die GPIOs sind direkt mit der CPU verbunden. Da gibt es keine Schutzbeschaltung. Und man sollte auch natürlich keine Kurzschrift auf den GPIOs machen. Also die sind ungefähr mit 16 mA maximal Strom. Ja, was kann ich jetzt so tun, damit ich diese Sicherheitsmaßnahmen beachte? Man kann zum Beispiel Vorwiderstände bei GPIO unter Schaltern benutzen, das habe ich öfter in Schaltungen gesehen. Das hat den Grund, also eigentlich für den Schalter bräuchte man es nicht, aber falls man einen Softwarefehler hat und einen Ausgang, der eigentlich, also ein GPIO, der eigentlich ein Eingang sein soll, der als Ausgang geschaltet, kann ich zu einem Kurzschluss kommen. Deswegen sollte man hier auch Widerstände benutzen. 5-Volt-Pins sollte, also den 5-Volt-Pin sollte man vielleicht abdecken, sodass man nicht durch irgendein Kabel, was zufällt, da in die Schaltung 5 Volt reinkommt, wo man es nicht haben will. Und dann gibt es natürlich, muss man sich überlegen, Daily-Anpassungen zu machen, je nachdem, was für Sensoren oder für CS ich anschalte. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf von den 3 Volt auf 5 Volt kommen will, bei einem Ausgang, bietet sich euch einen Logic-Baustein an, von Typ HCD. HCD ist PTL-kompatibel und damit kompatibel zu den Daily, die Raspberry Pi benutzt.
Wenn ich von 5 Volt auf 3 Volt kommen will, bietet sich der EC64HC4050 an. Das ist ein EC, der mit 3 Volt betrieben werden kann und der am Eingang extra dafür gemacht ist, dass er höhere Spannungen, also ich glaube bis 17 Volt oder so, verbrennt. Und dann haben wir natürlich auch noch den Hydro-3C-Bus, der läuft auch mit 3,3 Volt. Und möchte ich hier ICs und so anschließen, hier mit 5 Volt, aber hier gibt es einen eigenen IC dafür. Das ist ein Hydro-3C-Repeater, der eben dafür gedacht ist. Und mit dem sollte ich das dann beschalten. Ja, wenn ich die GPIOs ansprechen würde, es ist einerseits an der Konsole durchaus möglich über das File-System, das ist allerdings nur so ein Hilfsmittel. Was sich sehr gut bewährt hat, ist WireMP, das ist eine Library für C, die kann man sich über GitHub holen, durchkompilieren und installieren. Die hat zum einen ein Command-Line-Tool, da könnte ich mit diesem Command-Line-Tool schon bereits die GPIOs Ausgänge schalten oder Eingänge abfragen, die BWM zum Beispiel auch schalten, das ist auch schon wieder ein Command-Line-Tool, also im Parameterübergabe möglich. Oder ich schreibe mir ein C-Programm, rechts habe ich so ein kleines C-Programm, da gibt es den Header, den ich einbinden muss, da gibt es so eigene Funktionen, also WireP Setup GPIO, das ist grundsätzlich Initialisierung, dann welchen Pin ich als Ausgang oder Eingang verwenden will und dann gibt es auch Lese- und Schreibfunktionen. Und wir sehen dann da Verwendung mit C-Sourcen, kann ich einfach mit GCC das dann kompilieren und das zusätzlich zum Beispiel diese Library an. Und auch muss ich dann mit sudo nicht vergessen, weil wir dann auf die Hardware zugreifen und dann Administrator brauchen. Geht mit Python, WireMP oder Python Library auch? Gibt es natürlich auch, ja, aber ich konzentriere mich hier auf die C-Implementierung und nicht auf die Python-Implementierung, C-Programmierung. Ja, Hydro-3C-Bus. Was ist das? Das ist im Grunde ein serieller Bus, das darf man auf der rechten Seite sehen, es gibt eine Datenleitung SDA und eine Clockleitung SCL und hier wird seriell über, also synchron übertragen, im Gegensatz zum Beispiel von der RS-232, die asynchron funktioniert. Es funktioniert nach dem Master-Slave-Prinzip, jeder Slave hat eine Adresse und kann über die Adresse vom Master angesprochen werden. Die Geschwindigkeit sind 100 Kilobit, also so wie es auf der Raspberry Pi läuft, sind es 100 Kilobit pro Sekunde. Es gibt noch schnellere, aber die auf der Raspberry Pi sind. Dazu gibt es ein Konsolenprogramm, mit dem man jetzt Hydro-3C detekt. Das gehört zu den Hydro-3C Tools, also wenn man apt-get install Hydro-3C Tools installiert, dann kriegt man dieses IC detekt und damit kann man jetzt zum Beispiel alle ICs abfragen, die auf dem Bus hängen. In dem Fall gibt es jetzt nur einen, der auf 51 hängt. Würde dann ein bisschen weiter noch gehen, also ich glaube 127 Adressenmöglichkeiten hätte man theoretisch. Das hängt dann vom IC ab, welche Adressen man unterstützt. Dann gibt es in der Konsole das I2C-Set. Das ist einfach, da kann ich einen Slave, wir sehen hier die 51, das ist die Slave-Adresse und ich kann einen Speicher adressieren und dort zum Beispiel in den Speicher reinschreiben. Da habe ich jetzt 0xFF reingeschrieben in den Speicher und unten gibt es auch eine Lesefunktion, I2C-Get. Wieder, das ist der Bus, es gibt zwei Busse auf der Raspberry Pi, den 0 und den 1er Bus. Dann die Slave-Adresse und dann welchen Speicherbereich ich auslesen würde, dann schickt er mal den 0xFF zurück. Das ist sehr, in der Kontrolle sehr super, weil ich da schnell was auslesen kann, da brauche ich ein C-Programm, da brauche ich ein Python-Programm, das kann ich in der Konsole einfach machen. Und ich habe teilweise wirklich auch ICs oder Sensoren angesprochen, nur über die Konsole, ohne jetzt überhaupt ein Programm zu schreiben. Ist aber nur für diese einzelne Struktur möglich. Oder ich schreibe ein C-Programm, das ist auch einfach, es gibt dieses WireBringP Library, hat auch Funktionen für den I2C-Bus, habe ich aber gar nicht verwendet, weil das in C sehr einfach zu machen ist. Ich habe rechts oben einfach ein Open auf das Device ist DevI2C1, das ist der erste I2C-Bus, mache einfach Open mit ReadWrite, adressiere den Slave, mit dem ich sprechen will, habe dann eine Write-Funktion, wo ich einfach sage, das ist ein Unsigned Character Buffer, also ein Byte-Buffer, wo das erste ist die Registeradresse, eher äquivalent zu hier und das zweite wäre den Wert, den ich schreiben will und das schreibe ich einfach mit write 2 Bytes raus und wenn er 2 Bytes rausgeschrieben hat, gibt er mir das zurück. Beim Lesen schaut es noch, ist es ein bisschen anders, da muss ich zuerst schreiben mit write die Adresse raus, auf die ich lesen will und dann kann ich einfach den Wert hereinlesen. Also ist auch in C sehr einfach zu implementieren. Hier kommen wir jetzt zu einem Bus-Sensor, das ist ein Temperatur-Feuchte-Sensor, den habe ich am Stand ausgestellt und gibt es auch zum Kaufen dort. Da gibt es zwei Varianten, den DHT11 und 22, DHT11 ist ein bisschen ungenauer, wie der DHT22 und kostet ein bisschen weniger.
Die sind ganz leicht zum Ansprechen, weil sie im Grunde braucht man nur eine Betriebsspannung, eine Datenleitung hat er und die Datenleitung ist dann mit einem Pull-Up-Widerstand nochmal auf 3,3 Volt hochgezogen. Dann gibt es dazu ein Programm, das man sich runterladen kann. Also das ist ein einfaches C-Programm, ist sehr einfach zu verstehen, ist schon fix fertig programmiert, deswegen habe ich das da gar nicht drauf gemacht. Der zweite, den ich noch vorstellen will, ist ein Einweihersensor. Das ist Einweiher, das ist zwar ähnlich wie der vorherige Sensor, nur das ist was Standardisiertes vom Dallas, ist das glaube ich Hardware. Und der ist ein bisschen anders, weil da hat der Sensor selbst eine Adresse. Ich kann mehrere, wie ich hier drüben dargestellt habe, ich kann mehrere dieser Sensoren an den Fuß hängen und über die Adresse dann verschieden adressieren. Das beim vorherigen nicht möglich war, da brauche ich eine Leitung für einen Sensor. Ich habe diese nicht direkt an die Raspberry beigeschlossen, sondern verwende hier einen DS2482100. Das ist ein I-Quadrat C One-Wire Master. Das heißt, der schleift mir dann diesen Einwire-Bus einfach auf den I-Quadrat C-Bus rauf. Der ist jetzt auch nicht programmiert. Hier gibt es die Möglichkeit, dass es einfach ein Filesystem gibt. Ich kann diesen Sensor in mein Filesystem reinmounten und kann dann einfach über das Filesystem, hier sehen wir die ID von diesem Sensor, die kann dann zur Funktion zum Auflisten bei LDS einfach im Endeffekt und kann mir die Temperatur dann so auslesen. Brauche ich auch nichts programmieren, kann ich mit bestehenden Linux-Tools machen. Dann habe ich hier dann einen Feuchtesensor, den habe ich bei Neuholt gekauft. Der hat die speziellen Daten, einerseits Kalibrierdaten im EEPROM oder im ROM auf den Sensor drauf, dass dann Kalibrierungen hinterlegt, die man mit I-Quadrat C auslesen kann, wie wir vorher gesehen haben, einfach so in der Konsole zum Beispiel. Und das Schwierige an dem Sensor war, er liefert die Feuchte als Frequenz. Das heißt, er liefert ein Frequenzsignal und das müsste ich jetzt messen. Das Problem ist an der Raspberry Pi, ich habe keinen Frequenzeingang, wo ich Frequenz messen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, hier diesen ECPCF8583 zu verwenden. Der ist auch wieder am I-Quadrat C-Bus angeschlossen und ist eigentlich in der Verwendung eher für Zähler, also für das schließt man an Quarz zum Beispiel. Das ist ein okay. Ja, also bei dem IC ist mit dem I-Quadrat C angeschlossen und ich kann den entweder für einen Quarz anschließen und kann mir dann einen Urquarz zählen, also für Zeitmessungen, oder ich setze einfach ein beliebiges Frequenzsignal an und misst dann einfach die Frequenz von diesen. Also ich nehme einen Startwert und nach 2-3 Sekunden nehme ich den, wie viel hat er aufgezählt und kann er daraus die Frequenz erreichen. Und dann über die Kalibrierwerte und dieser Frequenz kann ich dann die Feuchte berechnen. Dann den weiteren Sensor, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist ein Drucksensor, das ist auch beim Neuholt habe ich den gekauft. Das Spezielle hier ist, dass dieser Drucksensor einen Takt braucht, einen 32 kHz Takt, der hat intern einen Analog-Digital-Wandler und der arbeitet mit diesem Takt. Die einfachste Möglichkeit ist einfach den BWM-Ausgang der Raspberry Pi zu benutzen. Hier gibt es einfache Funktionen, wie ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte 32 kHz ausgeben dort und dort angeschlossen kann ich den Wert dann auslesen über den I-Quadrat C-Bus. Das Protokoll, das der am I-Quadrat C, also es ist nicht so einfach, dass ich einfach sage, okay, lese ich mir aus den Druck jetzt aus irgendeinem Speicher aus, ist leider nicht da, sondern er hat auch ein gewisses Protokoll am I-Quadrat C-Bus, sodass ich das nur in C realisieren habe können, nicht in der Konsole möglich gewesen. Ja, das sind so die Eckpunkte. Was ich noch erzählen wollte, ist also eine Porterweiterung, wie ich an die Raspberry Pi anschließen kann. Das ist auch wieder an den I-Quadrat C-Bus angeschlossen. Das ist der IC MCB 23017. Der bietet 2x 8 Bit, also insgesamt 16 Bit Porterweiterung, die ich dann auch wieder für ein Input und Output verwenden kann. Dieser IC kann einerseits mit 3,3 Volt betrieben werden, dann könnte ich ihn direkt an die Raspberry Pi anschließen, dann kann ich die STL mit dem STL der Raspberry Pi verbinden, SDA mit dem SDA von der Raspberry Pi und könnte den direkt ansprechen. Dann wären die Ausgänge natürlich auch wieder nur 3,3 Volt fähig. Ich habe jetzt mir die Aufgabe gestellt, diesen Sega-Controller zu interfacen. Der Sega-Controller arbeitet original mit 5 Volt.
Und deswegen verwende ich diesen IC, weil ich den dann über einen I/C-Bridge, also Repeater, auf 5 Volt bringen kann und dann diese ganze Schaltung mit 5 Volt arbeitet. Also es ist einfach, dieser IC kann eben diese 3,3 Volt I/C auf 5 Volt I/C umsetzen und damit ist der MCB an 5 Volt angeschlossen. Ich könnte aber natürlich auch ein Enzymsegment zum Beispiel anschließen, wie ich will. Der große Vorteil gegenüber den GPIOs von der Raspberry Pi ist, dass ich hier 8 Bit gleichzeitig lesen und schreiben kann. Während ich bei den anderen GPIOs das immer einzeln machen muss. Und wenn ich eine solche Anwendung habe wie ein SIM-Segment-Anzeige, dann ist es gut, wenn ich alles gleichzeitig setzen kann. Ja, das wäre so eigentlich im Schnelldurchlauf durch. Gibt es hier irgendwelche Fragen zu dem? Entschuldigung, eine Frage zu der vorderen Folie. Da war links dieser Teil, ist das Timer? Ja, okay, das habe ich gesehen. Ja. Gut, guter Einwand. Also die einfache Möglichkeit ist einfach, wenn ich diesen Takt, diesen 32 kHz Takt aus dem PWM direkt aus der Raspberry Pi nehme. Wenn ich, davon habe ich nur einen, wenn ich das nicht machen will, kann ich auch mit einem externen Schalter einen Takt erzeugen. Das habe ich hier als extra Schaltung dargestellt. Und zwar verwende ich da diesen TLC 555. Der 555 ist ein ganz bekannter Taktgenerator IC. Das ist allerdings eine besondere Variante, weil der mit 3,3 Volt läuft. Also es ist immer so, wenn ich direkt mit der Raspberry Pi arbeite, dann muss ich immer schauen, dass meine ICs auch 3,3 Volt fähig sind. Das sind CMOS-Technologie eigentlich und nicht TTL. Ja, und dann habe ich hier den Taktausgang. Die Widerstände müssen entsprechend dimensioniert sein, beziehungsweise der Kondensator, dass halt der richtige Takt entsteht und den kann ich dann direkt auf den Clock-Eingang des Sensors anschließen. Also diese ganzen Schaltungen, das war zwar natürlich ein bisschen schnell und keine Schaltungen sind. Bitte? Ja, also diese ganzen Schaltungen sind beim Stand aufgebaut und es gibt ein Dokument von mir. Also ich habe das jetzt als E-Book rausgebracht für bei Amazon gibt es das zu kaufen, da ist der Link unten. Da ist nochmal alles dokumentiert und da sind auch Beispiele C-Programme, also sind die C-Programme drinnen, wie man das ansprechen kann und wie man die Sensoren dann wirklich ausliest. Das wäre jetzt aber auch zu weit gegangen, das dort nochmal genauer zu besprechen. Gibt es noch Fragen? Warum ist der I/C zweimal vorhanden? Warum er zweimal vorhanden ist? Warum er zweimal vorhanden ist, das weiß ich nicht. Aber es also einerseits gibt es den I/C-Bus hier auf dem Haupt. Auf deinem Hauptstecker B1 oben ist SDA und SCL und dann gibt es ihn nochmal, und zwar hier drinnen, da sind noch zusätzliche Pins, die nicht ausgeführt sind, und hier steckt der zweite I/C-Bus drauf. Das ist nämlich der Nuller, das ist der 0-I/C-Bus und das ist der 1-I/C-Bus. Und das ist anders, also das ist Revision 2-Board. Im Revision 1-Board hat es diese seitlichen nicht gegeben und da waren diese zwei der I/C0. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Sie haben jetzt einen I/C mehr auf der Revision 2 und der was jetzt da angeschlossen ist, ist auf der Revision 2 der 1er und war auf der Revision 1 der 0er. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, wenig Leute werden noch Revision 1 haben. Bitte da überhaupt mal interessieren, wer hat überhaupt eine Raspberry Pi? Okay. Und wer hat Elektronik angeschlossen? Wer hat sich mit dem ganzen Thematik schon beschäftigt? War eh früher. Okay. Entschuldigung, ich noch eine Frage. Diese One-Way-Lösung da ist diese Master NC. Da spricht man in der Regel von dem Wirt, gibt es so einen Teil? Es gibt, ja. Das ist richtig. Es gibt einen Kernel-Treiber, so viel ich weiß, glaube ich, ist das. Der Unterschied ist, also ich wollte es nicht, weil natürlich, das gleiche gilt für diesen. Das Timing muss eingehalten werden. Und also da ist eine gewisse Sequenz, die man einfach schicken muss und empfangen muss und das muss genau im Timing stimmen. Wenn ich jetzt ein Arduino oder sowas habe, dann habe ich ein Realtime-Betriebssystem. Ich habe hier kein Realtime-Betriebssystem, das ist ein normales Linux mit Interrupts und so weiter und unter Umständen mit einem hohen Prozessorlast. Kommt drauf an, was ich mache. Und wenn ich hohe Prozessorlast habe, bin ich mir sicher, dass das Timing nicht mehr 100% eingehalten werden kann. Oder okay, kann man vielleicht den Prozess noch in der Priorität hochsetzen und so. Aber das ist eine Hardware-Lösung, die funktioniert immer.
Da hat viel Prozessor, das schafft nicht. Weil über IP-HC-Bus kommuniziert er und braucht er halt länger oder so. Aber die eigentliche Kommunikation zu den Sensoren wird ja in Hardware gemacht. Also deswegen habe ich mich für die Lösung entschieden. Die billige Lösung ist natürlich die Lösung, wenn ich sage, ich will nur ein bisschen Feuchte auslesen oder so, dann natürlich kann man es so machen. Aber da wollte ich eben ja, das ein bisschen besser machen. Aber wenn man nur den Sensor hat, der Sensor ist ja günstig, kostet vielleicht 1,20 Euro oder so irgendwas, keine Ahnung. Kann man da direkt dranhängen, also der ist auch sehr genau. Wobei bei dem DHT11 die Temperatur sehr ungenau ist. Also warum sie da keine Temperaturmessung gemacht haben, weiß ich nicht. Der DHT22 ist etwas besser bei der Temperaturmessung. Aber die Feuchte schaut ganz gut aus, auch beim DHT im Vergleich zu dem anderen. Habe ich keine Referenzliste. Sonst noch Fragen? Wie kann man dann IP-HC-Modus ansprechen am besten? Das geht, wie gesagt, in der Kontrolle. IP-HC-Detect, da steht jetzt Y0, das steht für den... Da muss man zuerst Pins nach außen führen und dann... Achso, ja, muss man anrufen, einfach Pins, ja. Ja, und in der Programmierung, wie ja, schaut das aus? Da sieht man, jetzt ist IP-HC-Detect Y1, das ist überall dieses Y1, das heißt der 1er-Bus. Ja. Und das ersetzt man einfach mit 0. Und hier drüben haben wir oben def IP-HC-1 und das wird dann -0. Okay. Also das ist ganz einfach. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann 2 immer da hat. Ein bisschen Probleme gibt es nämlich mit den Adressen. Das da unten haben. Der IC hat zum Beispiel 3 Adressleitungen lassen, die sich bis zu 8 Sensoren an einem Bus betreiben, weil man die Adressen unterschiedlich. Aber zum Beispiel diese feuchte Sensoren, die haben alle nur eine Adresse. Also wenn ich 2 Sensoren anschließen will, dann muss ich mir schon irgendeine Funktion überlegen. So habe ich zumindest einen zweiten IP-HC, könnte ich noch einen zweiten problemlos anschließen. Aber das mit den Adressen ist ein Problem. Also ich habe immer wieder Überschneidungen gehabt. Von Adressen und dann kann man es nicht verwenden. Dann muss man wieder einen Ego-Schalter oder was auch immer. Was haben wir denn diese Sensoren für Messbereiche? Das hängt, also vom Feuchtesensor hängt das im ab, ob den DHT11 oder den DHT22 hat. Der DHT11 ist, glaube ich, 80 oder 90% Luftfeuchtigkeit bei der Tiefe. Und der DHT22 deckt den Vollbereich ab. Also das ist immer Preisfrage, ja. Und die Temperatursensoren lasse ich einfach, aber wenn man halt so für Luft, für die normalen Luftbereiche, dann die geeignet. Das ist nur, wenn ich jetzt eine spezielle Kammer oder irgendwas hätte, Klimakammer, muss ich mir natürlich anschauen lassen. Aber das ist ja mehr für den Gebrauch. Der würde sich zum Beispiel anbieten, aus meiner Sicht so für Heizungsmessungen, wenn man einen Heizungsraum hat, dass man sagt, okay, wir müssen an der Position eine Messung machen, dann kann ich die alle an den Bus hängen. Das ist sehr einfach verkabelt. Ja, also muss man den Daten abnehmen. Wie viele GPOs kann man brauchen? Wie viele GPOs? Wir haben nur einen gesehen, gibt es mehr Länge? BWM gibt es nur einen. Es gibt nur einen einzigen BWM. Ja, es gibt die Möglichkeit, Soft-BWM zu fahren. Sind wir wieder beim Thema Prozessorlast und Genauigkeit. Hier habe ich natürlich genau festgelegt, okay, da macht 32 kHz. Wenn ich sage, ich würde den BWM mit 32 kHz haben. Ich kann natürlich einen Software den einfach docken mit 32 kHz. Funktioniert. Was noch eine Möglichkeit gewesen wäre, dass ich ausprobiert habe, und zwar mit einem Eingangsfrequenz zu messen. Ich kann einen Eingang so machen, dass er mal einen Interrupt macht, damit eine 10er und 1 inkrementiert und einfach über die Zeit den inkrementieren lassen. Prinzipiell ganz gute Idee, nur in der Realität macht es so aus, wenn ich da zum Beispiel mit dem Feuchtesensor habe, 7 kHz Signal in etwa, also bis zu 10 kHz, und das macht mir so viel Interrupts, der Prozessor ist da so viel mit Interrupts beschäftigt, dass man da ungefähr 30 bis 50% CPU-Luft hat, wenn man so viel Schaltung macht. Also, ja, machen kann man viel. Ja, ich glaube, jetzt übergehen wir an den Mann. So, hallo von meiner Seite mal. Danke für meine Frage und was die Raspberry Pi Principle ist und was man für wunderbare elektronische Bastereien und Spielereien mitmachen kann. Ich werde jetzt dann noch 2 konkretere Projekte vorstellen, die ich mir ausgedacht und umgesetzt habe. So, schauen wir mal, ob wir die Präsentation starten können. Jawohl, das erste Robotarm mit Raspberry Pi.
Es geht da um ein kleines Projekt, wo ich Lego Mindstorms und Lego Technik dazu verwendet habe, unseren einen Roboterarm zu bauen und den eben mit der Raspberry Pi zu steuern. Das Ganze funktioniert mit der Hilfe von einem Kickstarter-Projekt. Also ich glaube, Kickstarter wird den meisten Begriff sein. Da hat es ein Projekt gegeben, wo eine Erweiterungsplatine gebaut worden ist, die man auf die Raspberry Pi draufsetzt, die wiederum mit GPIO angesteuert wird über den IQ-C-Bus, und diese Platine ermöglicht es, weitere Sensoren und Motoren anzustecken. In dem Fall eben als Interface für Lego Mindstorms, NXT und EV3. Allerdings gibt es Adapterkabel, womit man auch das ältere, das RCX, auch ansteuern kann. Generelle Einleitung: Lego Mindstorms, ich habe selbst so einen NXT-Bausatz. Da sieht man ein bisschen dieses Kernstück, der Mikrocontroller von Lego mit Motoren und Sensoren. Prinzipiell kann man mit dem allein schon relativ viel machen. Also mit Lego, das weiß jeder, kann man schneller mal was bauen. Meistens funktioniert sogar relativ gut, weil wenn man genügend Feingefühl und Technikgefühl hat, kann man schneller mal wirklich coole Demo-Projekte bauen, sage ich mal damit. Und das Ganze, mein Ziel, mit der Raspberry Pi einfach mehr damit machen. Es ist jetzt so, dass ich weiß das aus Erfahrung, dass in Österreich relativ viele Schulen schon mit dem Lego Mindstorms NXT, mittlerweile auch EV3, arbeiten und in der Schule in verschiedenen Projekten eben Technik was da rein umsetzen. Von Dexter Industries, ganz tolle Firma, gibt es Erweiterungen für Lego Mindstorms, nämlich weitere Sensoren und Motoren in erster Linie. Ich habe da jetzt ein paar abgebildet. Unter anderem sieht man da eben auch Luftfeuchtemesser. Dann ganz cool finde ich das Flexkabel da oben, mit dem man die Biegbarkeit von Materialien messen kann. Dann unten haben wir ein Gyroskop, ein Lagesensor und Luftfeuchte, alles Mögliche. So, und wenn wir jetzt Lego mit der Raspberry Pi verbinden möchte, habe ich schon gesagt, gibt es das Projekt BrickPi. Und BrickPi ist was Wunderbares, weil es erweitert die In- und Outputs der Raspberry Pi nur ohne Abschläge zu machen. Das IQ3C, da hat dann jeder Slave, der auf dem IQ3C-Bus hängt, eine eigene Adresse. Das heißt, ich habe nach wie vor auf dem BrickPi oben dann den kompletten GPIO rausgeführt und kann dann immer noch selbst Bastelelektronik drauf anschließen. Zusätzlich habe ich jetzt eben dann 5 Sensorboards und 3 Motorboards nach außen geführt und kann zusätzlich die Raspberry Pi über das BrickPi Board mit Strom versorgen. Das heißt, ich kann, so wie ich es hier gemacht habe, das Ganze mit einem externen Akku laufen lassen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Akku von einem alten ferngesteuerten Auto von mir. Stromversorgung wird benötigt zwischen 5, wobei ich würde eher empfehlen, dass man 9 Volt bis 12 Volt und bis zu 500 mA da reinjagt. Das hat man dann auch wieder auf den 3 Motorports zur Verfügung. Also auf dem GPIO ist wahrscheinlich nur 5,5 Volt und 300 mA und auf dem BrickPi Board hat man jetzt eben bis zu 12 Volt und 500 mA zur Verfügung. Das heißt, damit kann man schon ein bisschen mehr machen. Also das Konzept ist da auch wunderbar abgebildet. Man kann zusätzlich Peripherie nach wie vor auf der Raspberry anstecken und hat eben die Erweiterung der BrickPi. Der Roboterarm, den ich gerade gezeigt habe, jetzt sehen es nochmal alle hoffentlich ein bisschen, besteht im Großen und Ganzen aus 3 Komponenten. Also ich habe 3 Motoren eingebaut. Der eine ist vorn für den Greifer zuständig. Der nächste ist für das Tilten des ganzen Arms. Und der dritte ist für die Rotationsbewegung. Vielleicht eine kurze Demonstration. Ich hoffe, dass die Raspberry schon, ich habe sie gerade erst gestartet, erreichbar ist. Also die weiter vorne sitzen, haben jetzt ein bisschen mehr Glück, weil die sehen da mehr. Also Ziel ist es jetzt, ich habe so ein kleines Command Line Tool geschrieben, den kann dann auch jeder selbst steuern, wenn er runter zum Stand kommt, diese Raspberry Pi Schachtel aufzuheben, immer nach links, immer nach rechts zu drehen und sie halbwegs wieder dort abzusetzen, wo ich sie hergenommen habe. Also Robotarm in Action mit BrickPi auf Raspberry Pi. Ich habe Glück, der Vorführeffekt scheint nicht zuzuschlagen. Okay. Jawohl. Also hast du mal was gesagt? Danke sehr. So, wie funktioniert das Programmieren mit der BrickPi? Prinzipiell die Voraussetzung ist, dass man das Steckboard, die BrickPi auf der Raspberry mal konfiguriert.
Das heißt, die GPIO ist wichtig einrichtet, dass die Kommunikation zustande kommt. Dafür hat man zwei Möglichkeiten. Also ich verwende selbst Raspbian. Entweder man patcht eine Raspbian-Installation. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, das ist mal OpenEdit, das ich da haben gehabt habe und habe das dann wirklich erweitert um die notwendigen Pakete. Oder man lädt sich einfach die fertige Raspbian-Version mit BridgePy-Setup von Dexter Industries runter. Also es gibt ein Image, das zieht man auf die Karte drauf und alles funktioniert wunderbar. Und dann gibt es eine API für verschiedene Programmiersprachen. Python, Scratch, C, Rocky, Java, wer möchte. Ich habe mich für C entschieden, wobei es gibt die meisten Dokumentationen für Python, weil die Entwickler von dem BridgePy scheinbar auch sehr gerne mit Python programmieren. Und dann gibt es trotzdem auch relativ viel in C mittlerweile, weil ich bin gleich wieder Mathe der C-Programmierer und so mir da irgendwie. ja, relativ leicht. Nur kurz demonstriert oder ungefähr skizziert, wie das Ganze dann funktioniert. Links haben wir API-Funktionen, die ich schon rausgekopiert habe. Das Wichtigste, wie man es in C gewohnt ist, man hat Strukturen, die die einzelnen notwendigen Komponenten vereinen. Und dann hat man eben Funktionen, mit denen man das Ganze dann kontrolliert und es wichtig macht. Ja, rechts sieht man ein kleines Demo-Programm von mir. Das ist wieder grob ungewiss, wie es funktioniert. Man muss zuerst das Raspberry Pi-Setup aufrufen. Das überprüft, ob die Anschlüsse richtig passen, ob die Stromversorgung okay ist, ob es einen Kurzschluss irgendwo auf Input gibt. Das ist wiederum wunderbar, weil wenn ich das BridgePy-Board verwende zur Kommunikation mit Input-Output, dann kann ich mir nicht so leicht, wie der Martin vorher schon gesagt hat, die Platine damit zu schießen, weil das hat schon relativ viele Sicherheitsmaßnahmen dabei, weil es eben auch dafür gedacht ist, dass man das in, sage ich mal, Lernumgebungen mit Schülern und so einsetzt. Das heißt, die können da jetzt nicht einfach die Raspberry zerstören dadurch. Prinzipiell cool. Andererseits ist das Problem, ungefähr kostet die BridgePy, so wie ich es da habe, mit Gehäuse ohne Raspberry Pi derzeit noch um die $70. Das heißt, das Ding ist fast doppelt so teuer wie die Raspberry selbst. Ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn sie die BridgePy zum gleichen Preis wie die Raspberry gemacht hätten und dafür die Sicherheitsmaßnahmen weglassen hätten, dann hätten wir zwei davon kaufen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war mal die Demonstration. Ich habe noch weitere Sensoren und Motoren drauf. Derzeit Ultraschallsensor, Lichtsensor. Ich habe hinten einen kleinen Berührungssensor draufgebaut, der mir verhindert, dass das ganze Ding sich zu weit nach hinten lehnen kann. Ultraschallsensor macht das gleiche mit, also er kann sich nicht zu weit nach vorne legen und mit dem Lichtsensor könnte ich, also man sieht es ein bisschen auf meinen Fingern, glaube ich, da leuchtet was, könnte ich schauen, nach was ich da gegriffen habe, theoretisch. Wie gesagt, das Ganze ist unten ausgestellt. Wer sich das anschauen möchte, bitte gern herzlich eingeladen. Kann man also ein bisschen selbst programmieren. Ja, gibt es noch Fragen zu dem Projekt? Ich hatte noch was für euch. Gut. Also derzeit nichts. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar. Raspberry Pi, vielseitig einsetzbar, das haben wir schon gesehen. Man kann mit Lego irgendeine Roboterarme oder Roboter, was auch immer bauen, Förderanlagen, was auch immer mit Lego geht. Man kann Selbstbauelektronik dazu schließen und man kann das Ganze natürlich auch im Office-Bereich relativ sinnvoll einsetzen. Und zwar bei Software Freedom Day 2013, also letztes Jahr, habe ich eine Idee präsentiert, die da noch nicht umgesetzt war, und zwar den Einsatz von der Raspberry Pi als Thin Client. Und zwar in einem größeren, also nicht nur ein Server, zwei, drei Clients, sondern wirklich in dem Fall ist es darum gegangen, eine Schule mit einem EDV-Raum mit nur Raspberry Pis zu versorgen. Und das haben wir gemacht in einer Schule in Bildung. Und ich möchte jetzt kurz die Ergebnisse quasi von dem präsentieren. Nur kurz die Terminologie, wobei ich glaube, es sollte ziemlich jedem da klar sein. Wer weiß, was ein Thin-Client ist? Ganz allgemein. Ja, okay. Nur ganz kurz, Thin-Client-Terminal-Server ist ein stärkerer Rechner und auf dem die benötigte Software, in dem Fall in erster Linie Bürosoftware, läuft. Und der Thin-Client ist einfach nur ein meistens eher schwacher Computer, der das, die grafische Anzeige vom Server zum Desktop, also zum Monitor holt und die ganze Rechenleistung liegt dann soll beim Server. Und deswegen ist es auch möglich, die Raspberry Pi so einzusetzen. Da die Anforderungen eben recht gering sind. So, in dem Projekt an Hardware wurden zwei Server eingesetzt, eine QNAP-NAS und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von APC. Die Server habe ich rechts mal geschrieben, warum zwei, eigentlich wäre nur einer notwendig, ja, aber es ist ein mittelgroßes Netzwerk, wo auch ein Domain-Controller notwendig war,
wegen der User-Authentifizierung, wegen also Mail-Server, Moodle, Webpage und so weiter. Und dann eben der zweite Server, der neue, der starke, der im Herbst dazu gekommen ist, das ist ein virtueller Server, also der hostet virtuelle Maschinen. Und in der virtuellen Maschine drin haben wir dann den eigentlichen Terminal-Server installiert. Das Ganze ist eine relativ coole Geschichte. Das ist auch Coxier mit 64 GB RAM, damit die Clients wirklich, wirklich genug Spielraum haben und dann RAID 6 mit 500 GB SATA-Platten. Also relativ gute Server-Hardware. Natürlich ist es das Beste vom Besten, aber es ist weit weg von einem billigen Server. Und dann natürlich das Herzstück, die 16 Raspberry Pis, die als Thin-Clients zum Einsatz kommen. Und da möchte ich speziell auf das Projekt Berry Terminal hinweisen. Das ist was ganz Cooles, das habe ich im Herbst schon gesagt und herausgefunden. Das ist ein 20 MB SD-Karten-Image, das passt wirklich auf quasi jede SD-Karte. Und der macht nichts anderes, wie dass er den Lightroom Display Manager startet und sich zum Server hin verbindet, fertig aus. In dem Moment könnte ich die SD-Karte schon rausziehen, weil alles, was ich brauche, ist im RAM und alles angedacht und über das Netzwerk. Ja, am Server verwende ich die Software Sentiel und die Server. Also Sentiel ist ein Serversystem, das auch wieder auf Ubuntu basiert, aber das hat eine wunderbare Web-Administrationsoberfläche, mit der man sich schnell, also wirklich einen Server schnell herrichten kann. Da klicke ich mir die Komponenten zusammen. Ja, ich hätte gerne DHCP, ja, ich hätte gerne FTP, ja, ich hätte gerne ein Client-Modul, was auch immer, oder eben Virtualisierung in dem Fall. Und im Ubuntu Server drinnen habe ich dann einen Edubuntu Server aufgesetzt. Das ist mir am leichtesten vorkommen. Also Edubuntu, wiederum ein Ubuntu Derivat, speziell für den Einsatz an Schulen hergerichtet. Mittlerweile Gott sei Dank mit dem LTSB, mit dem Linux Terminal Server Project, integriert, sodass ich prinzipiell nur einen Edubuntu Server aufsetze. Dann brauche ich ein Raspberry mit dem Berry Terminal drauf und die Verbindung haut hin. Dann muss ich natürlich jetzt noch konfigurieren, dass die dass ich die notwendigen Programme habe, aber beim Edubuntu ist es meistens eigentlich dabei. So, das wird, glaube ich, die meisten gesehen. Wie sinnvoll ist das Ganze einsetzbar? Rufzeichen heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Rufzeichen heißt nur, dass derzeit leider die User Experience noch etwas beeinträchtigt ist. Man kann damit arbeiten, die Sinnhaftigkeit oder die Qualität ist jetzt halt fraglich. Prinzipiell, was machen die Schüler? Sie tun im Web surfen, sie tun mit LibreOffice Dokumente verfassen. Oder eben mit Spreadsheets arbeiten. GIMP und Inkscape zur Bildverarbeitung. Inkscape habe ich, glaube ich, eine gute Erfahrung gehört. GIMP ist so, wir wissen, es braucht ein bisschen mehr Ressourcen und wenn die Netzwerkprogramme auch nicht so gut ist, weil mit 100 Mbit von der Raspberry sind leider schon ein bisschen begrenzt. Dann Tipp 10, das ist eine ganz coole Geschichte, das ist ein Maschinenschreibprogramm, funktioniert wunderbar. Und als Desktop-Environment verwende ich XFCE, das ist etwa, also kurze Frage, es interessiert mich jetzt selbst auf Linux, wie viele von euch verwenden XFCE? Doch einige, okay. Ja, also das sind meine Erfahrungen, oder die Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, Polytechnische Schule Villon, das ist die Schule, in der wir es eingesetzt haben. So schaut das Ganze im Informatikraum dann wirklich aus. Wir sehen rechts unten ein Bild von den von den Kleinen sozusagen. Die Raspberry sind hinten am Monitor befestigt. Das Ganze verwendet sehr wenig Platz. Ursprünglich sind große Computer unter den Tischen gestanden. Man sieht sie noch hinten an den Fenstern stehen. Im Endeffekt, die Schüler haben jetzt viel mehr Platz. Und es ist nicht mehr so warm unten, weil ja auch wir haben, geben die Raspberries quasi keine. Stromverbrauch hat sich auch gesenkt. Die Schüler können damit arbeiten. Für den Schulgebrauch, sage ich, ist das durchaus praktikabel und ich bin sehr zufrieden, ich starte damit, ich hoffe die Schule auch. Und dann haben wir die beiden Server oben. Ja. Also das ist so die Ergänzung zum Software Freedom Day 2013, das Projekt ist umgesetzt worden. Ich glaube, die Schule ist damit recht zufrieden. Ich werde dann unten stehen, im Stand auch Fragen dazu beantworten. Derzeit wir haben mit Direktor von der Technischen Schule auch anwesend, danke, das ist mein Vater. Der hat mir das ermöglicht, dass er das umsetzen kann. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Diskussionen? Wie lange läuft das schon jetzt an der Schule? Wie lange läuft das jetzt? Seit? Das ganze Schuljahr. Das ganze Schuljahr bis jetzt. Ja. Sonst, wie stehen wir in der Zeit? 6 Minuten von uns genau. Bitte Martin, dann sind wir zu da, um Fragen zu beantworten. Na, wo ich noch darauf hinweisen wollte, also wir haben schon Vorträge gehalten beim Software Freedom Day, das war im Sommer vorigen Jahres. Da hat es eben einen Vortrag von ihm gegeben über diese
im Technischen das Aufsetzen des SIM-Clients und für die Infos über diesen SIM-Client das, und von mir auch einen Vortrag gegeben über die Raspberry Pi der Nutzung mit Retro-Pi als Spielekonsole. Und die sind auf YouTube, kann man sich die stimmt, ja. Präsentationen anschauen. Software-Freedom.de Graz oder SFD Graz sind mir viele ja, SFD 2013, sollte man finden. Sonst, wenn wer Interesse hat, schickt man einfach eine Mail, dann kann ich die Links da verteilen. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Dann werden wir wieder zum Stand zurückgehen und wenn es irgendwas gibt, sind wir eher schon. Passt. Danke.